Hi, ich habe mir gerade die Zeitung von heute geholt. Es gibt nämlich Neuigkeiten über die Glabsbräu. Wir bauen um. Aber wo Sie gerade da sind, führe ich Sie doch hinter die Kulissen. Kommen Sie ruhig mit. Da ich ja eh durch die Brauerei führe, kann ich Sie auch gleich mitnehmen, den neuen Weg nach dem Umbau. Hier geht's hoch. Übrigens, hier wurde im Februar der Grundstein gelegt für den Neubau. Und wenn wir Glück haben, treffen wir drüben, das ist ja mein Schlüssel, den Bauunternehmer, der sowohl hier als auch im Neubau die Betonarbeiten gemacht hat. Entspaziert. Ja, Herr Sprey, ich grüße Sie. Hallo, wie geht's? Gut, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja heute hier die Gelegenheit, Sie zu interviewen zum Thema Bauunternehmen, Bauarbeiten hier. Was haben Sie denn Schönes bewerkstelligt? Tja, wir bauen hier neue Brauerei, ne? Was waren denn da so die Herausforderungen? Ja, die Herausforderungen sind, dass wir hier nicht auf der grünen Wiese sind, sondern in einem Bestand. Und das Bauen im Bestand ist immer etwas schwieriger. Spannend ist, dass wir hier Termine haben, die wir auch einhalten müssen, ne? Ist klar. Sie haben auch ein Fundament gelegt für diese Bauarbeiten. Ist das eine Dimension, die normal ist für sowas oder ist das was Größeres? Weil ich weiß nicht, die Belastung, die oben auf der Decke und auf den Unterzügen und Stützen liegt, ist natürlich etwas größer wie im normalen Hausgebrauch. Wir sind ja hier im gewerblichen Bereich. Da ist von der Statik natürlich etwas mehr gefordert. Wir bewegen uns natürlich hier auch auf dem Gelände, auf dem mein Großvater früher gearbeitet hat. Er war mal Betriebsmaurer hier. Nach dem Krieg, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft heimgekommen ist. Jetzt sind wir ja in einer Brauerei. Und da gibt es ja dieses Klischee Handwerker und Bier. Stimmt das für Sie? Oder? Das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr. Während der Arbeit ist Alkoholkonsum grundsätzlich nicht erlaubt. Ja, dann erstmal herzlichen Dank, Herr Sprey, für die interessanten Informationen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und wo wir gerade da sind, man kann natürlich auch mal so ein gutes Bier gebrauchen. Wir haben da was vorbereitet. Natürlich ein alkoholfreies, das Thema hatten wir ja gerade. Ich würde sagen, wir stoßen mal auf die Bauarbeiten an. Zum Wohl. Zum Wohl. Für mich als Bauunternehmer ist ganz wichtig, den Kontakt zu den Kunden zu haben. Und immer eine gute Qualität abzuliefern und einfach, um immer wieder präsent sein zu können. Mit der Glabsbräu verbindet mich meine Jugend. In früheren Jahren mit meinem Opa habe ich hier früher mit den Pferden oder auch dann mit dem Traktor Drehwehr geholt für die Landwirtschaft, die mein Opa noch betrieben hat. Und die Tradition des Stammtischs im römischen Kaiser, das sind die schönsten Biermomente, die ich je in meinem Leben gehabt habe. Als regionaler Unternehmer vor Ort hat man natürlich die Vorteile, dass wir relativ schnell reagieren können, auch wenn irgendwo mal was Kurzfristiges ansteht, den Kunden aus der Klemme zu helfen. Die Firma Sprey rekrutiert ihre Mitarbeiter auch hier in Selingstadt, die natürlich auch gerne hier vor Ort arbeiten und mit Stolz sagen können, hier diese Arbeit, da war ich dabei und das habe ich hier geleistet. Mit der Glabsbräu verbindet uns schon über Generationen der Kontakt der engen Zusammenarbeit, was natürlich stolz macht, weil es ja auch eine gewisse Tradition hat. Interessant, was man alles von einem Bauunternehmer erfahren kann. Spannend bleibt es beim Umbau. Wenn Sie weiter auf den aktuellen Stand bleiben wollen, dann gehen Sie auf die Homepage www.glabsbräu mit AEU am Ende -umbau.de. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es uns in die Kommentare und wir freuen uns, wenn Sie es anderen erzählen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.